Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Ja? Ich hab dir gesagt, ich mach keine Pornoaufnahmen. Ich lass mich auch nicht von deinem Schäferhund ficken. Und ich fliege auch nicht nach Tokio, um anzuschaffen. Kann ich kurz mal was sagen? Ja, aber die Antwort heißt nein. Ich gebe dir $100 am Tag, wenn ich bei dir wohnen kann. Was? Ich habe gesagt, ich gebe dir $100 am Tag, wenn ich bei dir wohnen kann. Ich mag keine Hotels. Keine Muschi? Nein. Und anal mache ich auch nicht. Nur damit du es weißt. Gott sei Dank gibt es etwas, was du nicht tust. Also $100 am Tag und du wohnst einfach da? Ja. Dann bist du mein Sugar Daddy. Weißt du, was das ist? Mehr oder weniger. Du kaufst mir coole Dinge. Ich kaufe dir einen Besen und eine Schaufel. Ich war mit diesem Typen hier und er wollte mich in den Arsch ficken, also sage ich, hey, ich sag Spaghetti-Schwanz, verzieh dich, Mann, aber denkste. Dann bin ich pinkeln und als ich wiederkam, lag meine Brieftasche auf dem Bett. Mein Kram war überall verteilt, sein Wagen war weg und alles, was ich hab, sind seine scheiß Schuhe und mir fehlen $900. $900? Hm? Sag mal, wieso schleppst du bloß so viel Geld mit dir rum, hm? Wo soll ich es aufbewahren? Was weiß ich? Auf der Bank? Bank? Ich hab doch überhaupt kein Bankkonto. Okay. Und dieser Wichser will mir seine Adresse nicht geben, weil er ein Freund von ihm ist. Jetzt ist gut. Ich bring den um, den Dreckskerl. Und was machst du, wenn du die Adresse hast? Hm? Na was wohl, ich hole mir mein Geld. Nein, machst du nicht. Du gehst entweder zur Polizei oder vergisst das Ganze. Ich kann nicht zur Polizei gehen, Doug. Bist du bescheuert oder was? Hilf mir! Ich bin bescheuert. In einem Schuppen wie dem hast du $900 dabei und ich bin bescheuert. Du bringst Arschlöcher aus dem Club hierher. Das ist bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Ich bin echt sowas von bescheuert. Wohin gehst du? Ich gehe anschaffen, bis ich mein Geld zusammen habe. Nein, machst du nicht. Komm, wir fahren nach Hause. Dann geh doch. Dann geh. Herrgott, noch mal. Das Leben lang. Ich meine, für immer. Ich weiß. Wird schon wieder.
Sieh mich an. Lass es fahren. Ich würde dir gern jemanden vorstellen. Sie hat eine Menge Namen. Sie arbeitet in einem Stripclub. Lois, das ist Mallory. Hey, wie geht's? Warte! Sie ist eine Ausreißerin aus Florida. Du bist verrückt! Dann schließ dich doch wieder in deinem verdammten Haus ein. Ist es deine Aufgabe, dich um sie zu kümmern? Warum nicht? Sag mir, was du willst, Doug. Willst du so tun, als wäre eine 15-jährige Stripperin deine Tochter? Habt ihr Kinder? Wir hatten eine Tochter. Sie ist bei einem Autounfall gestorben. Ist echt krass. Ja, das ist es. Denkst du, es ist ihre Schuld? Wir reden nicht darüber. Du solltest aufhören damit, Mallory. Du bist nicht meine Mom, also verpiss dich, ja? Nein. Wohin willst du? Komm jetzt, wir fahren nach Hause. Dann geh, geh doch, Herrgott, noch mal! Ich bin niemandes kleine Tochter. Du brichst mir das Herz.